Hoch mit dir! Ich sagte, steh auf! Geh! Mach's gut! Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed 3. Ich bin Ankh. Und wir sind Connor und wir sitzen ein bisschen im Schlamassel hier im Gefängnis. Ich freue mich aber sehr, dass ihr wieder dabei seid und wir schauen mal, wie die ganze Nummer hier enden wird. Wir werden jetzt den Haftrichter vorgeführt. Okay. Wie es regnet, habe ich den Eindruck. Ja. Oh, Gefängniskutsche. Aua. Hallo, Connor. Dachtest nicht, dass ich mir das entgehen lasse, hä? Sogar Washington persönlich ist unter den Zuschauern. Ich hoffe, es stößt ihm nicht zu. Was ist mit der Verhandlung? Keine Verhandlung für Verräter, tut mir leid. Lee und Haytham sorgen dafür. Du wanderst direkt an den Galgen. Heute sterbe ich nicht. Was man von dir nicht sagen kann. Das ist genug. Geh weiter! Ja, die Zeit haben wir eingehalten, das Limit nicht. Aber wo ist der Galgen? Oh, da links ist Washington. Huch, wo war das denn? Sehr schön. Gut, zum Glück habe ich Freunde. Die werden mich hier schon rausholen. Du bist nicht allein. Gib ein Zeichen, wenn du uns brauchst. Vergesst mich. Ihr müsst Hickey stoppen. Er ist... Hoch mit dir. Wollen doch pünktlich sein, oder nicht? Musstest ja den Held spielen, nicht wahr? Du und Georgie Boy. Jetzt siehst du, was du davon hast. Ein Holzer und sonst nichts. Brüder, Schwestern, treue Patrioten. Vor kurzem erfuhren wir von einem Komplott so böse, so niederträchtig, dass es mich anekelt, davon zu berichten. Dieser Mann hier plante einen Anschlag auf unseren geliebten General. In der Tat, seine finsteren oder verrückten Motive sind unklar. Und er verteidigt sich nicht einmal, zeigt keine Reue. Doch obwohl wir ihn baten und anflehten, sein Wissen mit uns zu teilen, schweigt er weiterhin wie ein Grab. Wenn der Mann sich uns nicht erklärt, wenn er nicht gesteht und Reue zeigt, welche Wahl haben wir dann außer dieser? Er hatte vor, uns an unsere Feinde auszuliefern. Und dann sind wir von Rechts wegen verpflichtet, ihn aufzuknüpfen. Möge Gott deiner Seele gnädig sein. Und Zeichen. Muss Hickey stoppen. Los!
Sachilles da unter so warten konnte. Ich werde mich bessern. Ich schlage sie auch nicht mehr. Nein, 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 das schaffe ich nicht. Bleib da liegen. Verdammt. Ich dachte, ich würde noch einen weiteren Tag leben. Schande. Ich will antworten. Warum wollte Johnson das Land meines Volkes kaufen? Was sollte Pitcairns Angriff auf Adams und Hancock? Welchem Zweck hätte der Tod Washingtons gedient? Warum unterstützt euer Orden die Briten? Was weiß denn ich? Die Templer? Lee? Der große Mann Haytham? Die haben das Geld. Die haben die Macht. Deshalb stand ich auf ihrer Seite. Das ist der einzige Grund. Sicher, die haben eine Art von Vision für die Zukunft. Das war mir aber völlig egal. Die können ihre Lieder über Menschen und ihre Sorgen singen. Die können ihre Pläne schmieden und Fallen aufstellen. Das geht mich nichts an. Sie zahlten, also sagte ich ja. Hab nicht extra gefragt, wen oder wie oder warum. War mir gleich. Du hast dich auf die Seite von Männern gestellt, die uns unserer Menschlichkeit berauben. Nur weil es profitabler war? Warum auch sonst? Ich bin doch kein Narr und gebe alles auf und nur aus Prinzip. Was sind Prinzipien überhaupt? Kannst du sie auf die Bank bringen? Sieh mich doch nicht so an. Wir sind verschieden, du und ich. Du bist ein blinder Narr, der immer das Licht einfangen will. Und ich bin eher ein Kerl, der nichts mehr mag als ein Bier in der einen Hand und eine Titte in der anderen. Weißt du, Bursche, ich kann haben, was ich mag. Hatte es auch. Du? Deine Hände bleiben immer leer. Rührt euch, Männer! Rührt euch! Ich sagte, runter mit den verdammten Waffen! Der Mann ist ein Held! Der General kann manchmal so verdammt stur sein. Schwachsinn, sagte er, als wir ihn warnten, dass so etwas passieren würde. Schwachsinn! Hör auf! Er wollte den Commander ermorden. Hätte beinahe auch dich getötet. Er war ein Taugenichts. Und doch ein Mensch. Ich sehe schon, du bist konsequent. Wo ist Washington? Ich muss sofort mit ihm reden. Er ist gegangen, nachdem deine Hinrichtung missglückt war. Vermutlich ist er bereits nach Philadelphia aufgebrochen. Das werde ich auch. Stimmt was nicht? Er ist noch in Gefahr. Hickey handelte nicht allein. Ja, aber da musst du nicht drüber nachdenken. Ist halt so. So. Ja, den zweiten Typen da haben wir nicht. Das hätten wir zeitlich nicht gepackt. Neue Spezialmontur freigeschaltet. Uiuiui, bestimmt das heutige. Was du alles erreicht hast. Ist das ein Kompliment? Verstehe mich nicht falsch. Ich bin sicher, dass alles tragisch enden wird, aber so weit gekommen zu sein. Beeindruckend. Das ist mehr, als ich erwartet hätte. Das Volk sehnte sich nach Freiheit, doch fürchtete danach zu greifen. Diese Furcht ist nun besiegt. Nur dank dir? Nein. Das schafften sie ganz allein. Du schmälerst deinen Anteil. Aber du warst schon immer so bescheiden. Ich tue das Richtige. Nicht mehr, nicht weniger. Sag es ihm nicht. Ich muss es. Andernfalls wird er nie sicher sein. Die Unwissenheit schützt ihn. Wenn du Zweifel in ihm wächst, drohst du sein Vorhaben ins Wanken zu bringen. Wenn Washington zaudert, schlägt Charles Lee zu, dann verursachst du das, was du zu verhindern suchst. Jage die Templer, wie es deine Pflicht ist. Aber zieh diese Männer nicht hinein.
Okay. Wir müssen alle zusammenhalten. Ja, wir müssen wirklich zusammenhalten. Sonst werden wir bald in Einzelhaft gehalten. Du warst mal wieder unser Retter. Ich muss den Commander sprechen. Er versucht, New York zu verteidigen. Die Briten wollen es einnehmen. Ich fürchte, wir müssen unsere Männer aus Quebec abziehen. Es ist eine Sache, sich für unabhängig zu erklären. Nun, mein Freund, müssen wir es auch sein. Ein Wolf im Käfig. Das war die Unabhängigkeitserklärung, die dort auf dem Tisch liegt und unterschrieben wurde. Der nette Herr mit der lustigen Brille war Benjamin Franklin, Sam Adams und der andere habe ich den Namen vergessen. Alles in Ordnung? Sean hat eine zweite Energiequelle gefunden. Ich bat Rebecca, uns einen Flug zu buchen. Und wohin? Brasilien. Ja, scheint warm dort zu sein. Ernsthaft. Poster von mir. In Brasilien. In der U-Bahn. Die scheinen wohl auf mich zu warten. Was ist denn hier los? Bist du da, Rebecca? Schlechter Empfang. Hörst du mich? Ja, schön, dass das so gut funktioniert. Schätze, ich rufe zurück, wenn ich oben bin. Wie unentspannt die mich alle schubsen. Ernsthaft? So, gehen wir einfach mal hoch. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Hörst du mich jetzt? Laut und deutlich. Gibt's einen Plan? Unseren Daten zufolge trägt das hübsche Frauchen eines Geschäftsmanns die Energiequelle um den Hals. Wir arbeiten daran, sie aufzuspüren, aber sie ist vermutlich in einer VIP-Loge im oberen Teil des Stadions. Ich melde mich, wenn ich mehr weiß. Fehlt nur noch ein Ticket. Zum Kaufen haben wir keine Zeit. Klau einfach eins. Das ist aber nicht nett. Du kannst auch versuchen, dich an der Security vorbeizuschleichen. Bilhete, por favor. Preciso ver seu bilhete. Gut, Ticket klauen. So, dann versuchen wir hier den Alternativweg zu gehen. Das ist keine normale Security. Weil es keine ist. Das sind Abstergo-Agenten. Cross ist vermutlich auch hier. Du musst aufpassen. Security kommt auf dich zu. Okay. Dein Ziel ist definitiv der Eingang am Ende dieser Halle. Okay, es gibt keinen Weg oben rum. Also versuche ich runter aufs Klo zu gehen. Bleib schön in der Menge, dann ist alles okay. Oder suche einen Weg außen herum. Im Ernst, was soll das mit den Stadien und den Pinkelrinnen? Das ist ekelhaft.
Und wer hat sich das ausgedacht? Die sind zeit- und kosteneffizient. Ich sehe hier nicht mal eine Kabine. Was, wenn ich einen abseilen muss? Ja, dann schalte doch bitte das Mikro ab. Würdest du? Okay, VIP-Lounge ist da hinten. Ich komme näher. Scheiße, noch eine Kontrolle. Du musst einen anderen Weg finden. Die Security ist hier zu dicht. Und dann gehe ich hier außen. Como assim? Trabalho aqui há 15 anos e nunca vi nada como isso. Quem vocês pensam que são? Sugiro abaixar o tom de voz. Que homem, um geht es nicht? Ah, está bem. Faça a porcaria da verificação. Olha, aconteceu só isso. A gente não queria que acontecesse. Só aconteceu. Sinto muito. So. Und schon sind wir wieder drin. Eieiei. Fast geschafft. Sie ist nur auf der anderen Seite des Stadions. Nach nur. Andere Seite? Aquele cara tá maluco. So, ich glaube, müssen wir hier in der Dreiergruppe verstecken und dann warten, bis er an uns vorbeigeht. Abstergo, bitte. So. Ja, das fällt bestimmt jemandem auf. Oh! MMA-Fights oder was ist hier los? Du bist jetzt ganz nah. Die Energiequelle ist in einem der Räume da oben. Okay. Sie haben gesagt, andere Seite. Okay, hier ist keine Security. Oh! Cross. Wo ist er da? Ist doch einfach alle erschießt dafür. Na? Ab dich. Jetzt, wenn ich zuhauen können, wenn er am Boden liegt, ist voll dumm. Haben wir ihn. Sehr gut. Das trug sie um den Hals? Beeil dich. Okay, schnell zum Metro. Ich halte den Zug für dich an. Okay, Metro, Metro, da lang. Metro, da lang. Fass meinen Popo nicht an. Und fahr los. Guck mich nicht so an. Ich hatte es halt eilig. Puh, das war abenteuerlich.
Erst ein Gefängnisausbruch. Dann die Unabhängigkeitserklärung. Und dann die Nummer. Na dann. Wir können zurück zu Connor, wenn du bereit bist, Desmond. Oder du schließt zuerst die Energiequelle an. Entscheide du. Wir führen nochmal ein, zwei Gespräche, oder? Also, was gibt's Neues? Hast du bei der Erkundung etwas Interessantes erfahren? Die haben zum Ende hin echt abgefahrene Sachen probiert. Die wollten sich neue Körper schaffen und ihren Verstand in Computern speichern. Fehlschlag auf Fehlschlag. Muss hart für sie gewesen sein. Das macht mir auch Sorgen. Ich meine, die sagen, hier wäre etwas, was uns hilft, aber was? Warum ist es weggesperrt, wenn es das ist, was wir brauchen? Vielleicht ist es gefährlich. Vielleicht wollten sie sicher gehen, dass nur du es erreichen kannst. Das ist die andere Frage. Was macht mich denn so besonders? Das werden wir wissen, sobald wir die Tür öffnen. Wahrscheinlich. Ich hoffe, es ist nicht aufdringlich, das zu fragen, aber wie war das mit Lucy? Ich weiß nicht. Tut mir leid. Ich hätte nicht sagen sollen. Nein, schon gut. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe mit Dad drüber gesprochen. Schwer zu sagen. Ich meine, Juno hatte definitiv die Kontrolle. Aber ich glaube, irgendwie war ich einverstanden. Ich glaube, ich ließ sie rein. Nein, stimmt nicht. Sie war es nicht. Nicht richtig. Es war mehr wie ein Programm. Klingt das komisch? Es hat mir Sachen gezeigt. Was denn genau? Dass, wenn ich Lucy nicht stoppe, Abstergo den Apfel bekäme. Und wir alle sterben. Ich verstehe immer noch nicht, warum sie das tat. Ich bin sicher, sie wollte nur das Richtige tun. Ich gehe wieder an die Arbeit. Willst du nicht auch? Ja, geht gleich los. Sean ist bestimmt hinter der Tür, Vater. Haben wir je versucht, Frieden mit den Templern zu schließen? In unserer Geschichte gab es solche Momente. Einige sogar. Aber es ist unmöglich. Es gibt existenzielle Unterschiede. Unüberwindbare. Gäbe es eine Einigung, wäre es weniger ein Frieden als eine Unterwerfung. Aber im Wissen, was passieren wird, würde es nicht Sinn machen, mit Widdig zu reden? Eine Übereinkunft, auch wenn sie nur vorübergehend wäre? Wir wären so beschäftigt, uns zu belauern, dass wir nichts erreichen würden. Stell dir das vor. Im Krieg sind wir produktiver. Haben wir je versucht, jemand einzuschlossen? Dasselbe, was sie bei uns mit Lucy machten? Oder mit Cross? Haben wir. Und das klappte nie. Wir schickten Leute, die entweder zu schwach waren und umgedreht wurden, oder zu stark und das Spiel nicht durchhielten. Es kommt mir vor, als würden wir dasselbe wollen. Wir benutzen dieselben Worte, aber mehr ist es auch nicht. Am Ende geht es immer um die Freiheit. Wir suchen sie, die hassen sie. Und so kann der Kampf niemals enden. Nicht bis eine Seite komplett verschwunden ist. Ist das überhaupt möglich? Wahrscheinlich nicht. Unsere Gruppen bestehen in der einen oder anderen Form seit, naja, seit immer. Aber es kann besser werden als jetzt. Und das ist schon mal was. Definitiv. Hast du mich gesucht, Dad? Als ich fortlief? Jeden Tag. Ach komm. Nein, im Ernst. Jede Nacht suchte ich nach deinem Namen oder Variationen davon. Hoffte, du tauchst auf. Abstergo fand dich nur zuerst, weil sie bessere Verbindungen haben. Ein paar Tage mehr und ich wäre es gewesen. Tja, jetzt bin ich hier. Das freut mich. Glaubst du, Lucy hat bereut, was sie getan hat? Ich dachte immer, ich kenne sie gut, aber das war wohl nicht der Fall. Ich kann dir einfach nicht ehrlich antworten. Aber sie schien so aufrichtig. Als ob sie wirklich einen Unterschied machen wollte. Ja, als ich ihn das erste Mal traf, dachte ich dasselbe von Cross. Es passiert einfach immer und immer wieder. Was passiert? Na, alles. Dreh mir jetzt bloß nicht durch, Desmond. Nein, schon gut. Schon gut. Keine Sorge. Okay, also du solltest vielleicht zurück in den Animus. Wir müssen den Schlüssel finden. Wir sollten wohl zu Connor zurück. Alles klar, Dad. Wir gehen nochmal kurz zu Sean hier vorne an die Tür. Na, das ist ja unglaublich.
Was gibt's? Eure Politiker beziehen sich pausenlos auf die Gründerväter und bestehen darauf, dass sie dieses oder jenes unterstützt hätten. Hab selten so eine eklatante Geschichtsverfälschung gesehen. Das ist nur typische Politikerpropaganda. Es ist so unehrlich und anmaßend. Wie kann man behaupten zu wissen, was diese Leute wollten? Aufgrund eines Fetzens Papier und Wunschdenkens. Sie suchen die Absicht, die Vision dieser Männer für unser Land und seine Zukunft. Idealistisch und unwahrscheinlich. Ich glaube, die meisten Präsidenten und Senatoren scheren sich nicht darum, was die Gründer dachten. Sie wollen nur wissen, wie man alte Worte auslegt, um moderne Ziele zu erreichen. Wen kümmert's, ob sie Deisten waren oder Theisten oder eine Zentralbank wollten? Wozu brauchen die Leute ihre Zustimmung? Was zählen sollte, ist, was du als Individuum glaubst und warum, oder? Sind wir so unsicher, dass wir Schriften aus dem 18. Jahrhundert als Bestätigung brauchen? Sieh mal, Mom, ein Toter stimmt mir zu. Vielleicht. Wenn man die Buchstaben seines Einkaufszettels neu anordnet, sieht man, dass er ganz klar meiner Meinung war. Ehrlich, Sean, das ist eine sehr zynische Sichtweise. Macht sie aber nicht weniger wahr. Irgendwie richtig. Ich verstehe immer noch nicht, wie Männer wie Washington und Jefferson ihr Leben der Verwirklichung von Freiheit und Gleichheit widmen und gleichzeitig Sklaven halten konnten. Das ist doch extrem scheinheilig. Und eure Geschichtsbücher erwähnen das nur am Rande. So als hätte das gar nichts zu bedeuten. Sie mussten Krieg führen, die Zukunft eines Landes sichern. Wie sollten sie sich um alles gleichzeitig kümmern? Gesprochen wie ein wahrer Anwalt. Das hören wir heute auch, dass Bürgerrechte und Freiheit warten müssen. Erst müssen Konflikte beigelegt und die Wirtschaft saniert werden. Was bedeuten all diese Sachen, wenn die Menschen nicht frei und gleich sind? Alle Menschen. Ich wünschte, es gäbe einen Weg, unsere Erkenntnisse aus dem Animus mit anderen zu teilen. Stell dir vor, alle Fragen aus der Vergangenheit beantworten zu können, untergegangene Zivilisationen zu erleben. Nur wie willst du es belegen? Wir können nicht einfach die Existenz der Maschinen enthüllen. Warum? Desmond hat recht. Es wäre zu gefährlich. Und wir haben den Sicker-Effekt noch nicht in den Griff bekommen. Wenn wir die Welt gerettet haben, können wir uns vielleicht darum kümmern. Selbst wenn wir es schaffen, die Apokalypse abzuwenden, heißt das nicht, dass die Templer einfach aufhören zu existieren. Ich schätze, auch nachdem diese Schlacht geschlagen ist, wird der Krieg weitergehen. Herrje, die Zeit, wie sie verfliegt. Ich glaube, du gehst am besten mal wieder in den Animus, hm? Alles klar, das werden wir machen, aber erst in der nächsten Folge, denn wir sind für heute am Ende der heutigen Episode von Assassin's Creed 3 angekommen. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Wir haben sehr viel gesehen, geschafft, erlebt. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder und dann werden wir die nächste Energiequelle anbringen und in den Animus zurückkehren. Und bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Lasst mir am besten ein Däumchen und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat und die nächste Folge nicht verpassen wollt. Bis dahin, haut rein und alles Gute. Bye, bye.